Hallo aus Phuket. Ich war ja gestern oder beziehungsweise wir waren ja gestern nach langer Zeit wieder mal beim Kun Tung. Das ist ja der Musiklehrer meiner Töchter. Wirklich ein Musikgenie. Und dann musste ich also feststellen, wir waren ein Jahr nicht mehr dort wegen Corona. Also letztes Jahr um die Zeit ungefähr, da fing ja auch diese Welle hier an, wo dann das Café Del Mar in aller Munde war. Die machen jetzt wieder super Geschäfte übrigens, das war eine super Werbung für die. Aber dann wurde natürlich die Panik mit Corona hier richtig geschürt und er hat auch keinen Unterricht mehr gegeben, weil auch die Leute natürlich Angst hatten, da hinzugehen. Die Einheimischen vielleicht noch mehr Angst wie wir oder so. Und auch, ich war dann erstaunt, dass er sich verkleinert hat, dass er in seinem Raum nicht mehr drin ist. Er ist aber nebendran noch. Und da habe ich ihn gefragt, du, was ist denn los mit deiner Musikschule? Er hatte da also fünf Zimmer, die isoliert waren und alles. Und die waren eigentlich auch immer gut belegt. Er hatte da immer ein Kommen und Gehen als mit seinen Schülern. Also eine richtig gut gehende Schule, würde ich mal sagen. War auch nicht so teuer, war moderat im Preis und er ist ja wirklich ein Musikgenie, dementsprechend war es auch wirklich immer gut besucht. Und da habe ich gesagt, ja, warum dürfst du denn drüben, hast du das aufgegeben oder was war da los? Und da hat er mir erzählt, die ältere Dame, die mit in dem Haus wohnt, also er hat es ja gemietet, da ist eine ältere Dame mit 80 und die haben wohl Angst vor Corona und da wollten sie nicht mehr, dass sie die Aircondition einstellt, ist ja klar. Du brauchst ja in so einem Raum, der abgeschlossen ist, musst du ja die Aircondition laufen lassen, sonst ist es ja viel zu heiß. Und naja, da hat er das halt praktisch eingestellt, seine Musikschule. Natürlich auch, weil wenig Schüler da waren, aber der Vermieter in erster Linie wollte es nicht mehr. Angst vor Corona. War ich ziemlich schockiert, weil als ich das letzte Mal da war, vor einem Jahr, da war das eigentlich alles noch so am Laufen. Aber mit des Café Del Mar, also dieser Umstand damals, dass die zweite Welle hier ja losgetreten wurde, hatte ihm dann doch ziemlich zu schaffen gemacht. Also ich war sichtlich überrascht und war erstaunt über die Story. Er war ja jetzt erst am 31. bei mir und hat zum Geburtstag gespielt. Aber wie gesagt, wir waren seit einem Jahr nicht mehr bei ihm. Also ich wusste gar nicht, was da passiert war. Ja, schaut euch mal dieses, im Anschluss diesen, wo er mit der Selina zusammenspielt. Ich habe natürlich mich riesig gefreut, dass die Selina auch mal wieder da war. War ja auch ein Jahr nicht mehr bei ihm. Kiana war da. Und ich hoffe, dass wir das jetzt wieder ein bisschen intensivieren können, das Ganze. Und dass man da irgendwie helfen kann, dass er natürlich weitermachen kann. Er überlegt jetzt wegzugehen nach Chiang Rai. Aber lange Rede, kurzer Sinn, schaut euch das mal an. Ich mache noch ein längeres Video zu der ganzen Geschichte. Das ist dann vielleicht doch fast eine Stunde lang. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch das ja anschauen. Okay, erstmal die Session mit Selina und Kun Tung von gestern. Hat mich sehr gefreut und ansonsten ja nochmal frohe Ostern. Thank you.
Viele meiner Abonnenten kennen wahrscheinlich den Kyntung, weil sie ja auch schon bei mir ihn mal live erlebt haben. Vielleicht fällt euch irgendwas ein, wie man da was machen kann. Ich werde es auch irgendwie versuchen. Also das ist schon eine Misere, was da Corona veranstaltet hat. Ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, wenn ihr da am Laufenden bleiben wollt, ich versuche da ein bisschen was noch zu bringen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke. Dankeschön.